Mitte Februar 2023 ist es in dem Jahr, in dem die legendäre 50 Fathoms von Blancpain ihren 70. Geburtstag feiern kann, überraschte die Marke aus Le Brassu die Öffentlichkeit mit der Lancierung einer neuen Taucheruhr, nämlich der 50 Fathoms Tech Gombessa. Das Besondere an der 47 mm großen und bis 300 Meter wasserdichten Taucheruhr, sie kommt mit einem vergleichsweise modernen Design und setzt damit natürlich einen nicht ganz unwillkommenen Kontrast zu den klassischen 50 Fathoms und Batiscaf Modellen, die beide ein Design der 50er und 60er Jahre in die Gegenwart gebracht haben. Sie schließt aber auch den thematischen Bogen zu der X-Fathoms von Blancpain, die im Jahr 2011 mit einem tiefen Messer lanciert worden ist und ebenfalls ein eher technikaffines Publikum ansprechen soll. Und damit sind wir bei der nächsten Besonderheit, nämlich einer neuen Komplikation in Form eines zusätzlichen Zeigers aus der Mitte, der einmal alle 3 Stunden eine komplette Umdrehung macht und in Kombination mit der Lünette, die ebenfalls auf 3 Stunden ausgerichtet ist und auf schwarze Keramik umgesetzt worden ist, werden so Tauchzeiten von bis zu 3 Stunden messbar. Warum das relevant ist, ist relativ einfach. Wer mit einer Druckluftflasche taucht, muss in der Regel spätestens nach 60 Minuten wieder aus dem Wasser, der Tank ist leer. Beim Tauchen mit einem Rebreather, dem sogenannten Tech Diving, werden aber Tauchgänge von bis zu 3 Stunden möglich. Dazu kommt, dass bei einem geschlossenen Atemgerät keine Luftblasen aufsteigen, was besonders im militärischen Bereich von Vorteil ist und bei der Unterwasserfotografie von unschätzbarem Wert ist. Und hier sind wir bei Laurent Ballester, einem Meeresbiologen und mehrfach ausgezeichneten Unterwasserfotografen, mit dem Blancpain schon seit über 10 Jahren zusammenarbeitet. Er und Mark Hayek sind beides ebenso passionierte wie professionelle Taucher und beide tauchen mit Rebreathern. Beide hatten die Idee zur Uhr, beide haben die Uhr getestet, die übrigens auf dem Kaliber 13P8 basiert, einem Werk mit 120 Stunden Gangreserve wie das 1315, aber aufgrund des fehlenden Datums mit etwas weniger Bauteilen auskommt. Die Uhr misst, wie erwähnt, 47 mm im Durchmesser, kommt mit einem Titangehäuse, mit Sichtglasboden, einer verschraubten Krone und einem Heliumventil, was wiederum erklärbar ist aufgrund der Gombessa 5-Expedition von Ballester, bei dem Sättigungstauchen besonders erforscht worden ist. Auch hier hat Blancpain unterstützend dazu beigetragen, dass dieses Projekt umgesetzt werden konnte. Gombessa entsprechend auch auf dem Rotor, auf der Schwungmasse des Werkes zu finden, nicht nur im Namen der Uhr, als Hommage an die von Ballester durchgeführten Expeditionen, die wiederum den Namen des Quastenflosslers als Vorlage haben. Die Uhr kostet 26.300 Schweizer Franken, ist in relativ kleinen Quantitäten verfügbar über die Boutiquen der Marken. Wer mehr über das Modell erfahren möchte, im Beschrieb zum Video gibt es einen Link mit weiteren Ausführungen rund um das Modell, die Geschichte der 50 Fathoms und. Wer Fragen hat, kann gerne jederzeit das Kommentarfeld benutzen und ich freue mich natürlich über jegliche Form von Feedback.